Hey ho, meine Lieben. Ja, das ist nicht das Video, was ich eigentlich machen wollte als nächstes. Tja, aber es hat sich so ergeben, dass mich der Alex mit dem Auto, mit dem Anhänger abgeholt hat. Wechseln Moped hier. Ich habe sogar schon angefangen zum Schrauben. Der ist gerade beim Shoppen. Und einfach nur eine Schrauberrunde wieder. Weil ich habe noch ein paar Kleinigkeiten zum Erledigen. Das erste, was ich gemacht habe, ist das Bremspedal tiefer gestellt. Also hier, dass ich hier sauber mit meinem Füßlein drauf komme, mit meinem kaputten Bremslichtschalter neu eingestellt. Ja, und jetzt werde ich dann erst einmal die Verkleidung runterrupfen. Hier unten rum, weil da kommt die andere Auspuffanlage rein. Die Auspuffdichtung habe ich heute noch organisiert in Neu-Ulm. Und dann kommt der Tank runter, kommen die Vergaser wieder runter. Ja, und dann Wasserrohr, neue O-Ringe neu machen. Mhm. Tja, und das ist der Plan für dieses Wochenende. Ich hoffe, dass ich das relativ zügig fertig habe. Einen Kaffee gibt es hier natürlich auch. Mhm. Ursprünglich wollte ich ja gar keine Cam mitnehmen. Aber dann habe ich mir gedacht, komm, wenn du schon unterwegs bist, ein klitzekleines Video. Unterwegs hat mir der Alex Grillstellen gezeigt, zumindest eine große. Leck mich am Ärmel, die haben hier in der Gegend um Göppingen und Geislingen an der Steig. Malama hatte geile Grillplätze, aber von mir aus ist es halt ein richtiges Eck zum Fahren. Das ist das Problem. Naja, schauen wir, was die Zukunft bringt. Auf alle Fälle, ich montiere jetzt weiter, zerleg weiter. Und ja, so Stück für Stück werde ich euch immer wieder mal dazu holen. So, und Minuten später ist das Biest auch schon nackig. Da braucht es bei manchen Weibern länger. Naja, oder was sagst du dazu? Ja, die letzte, wo ich lange gemacht habe, das war 2,0 Sekunden. Ja. Nachdem wir natürlich erst mal 2 Jahre brauchten. Also, okay. Ja. So, meine Lieben, der schranzige Auspuff ist auch draußen. Der liegt da im Eck. Der andere liegt irgendwo da hinten noch. Ich habe jetzt aus einem anderen Reservemotor die Stehbolzen raus, oder einen bis jetzt rausgedreht. Kommt da rein. Ja. Genau. Weil. Auf den Stehbolzen die großen Muttern drauf sind. Und. Ich hatte 2 Stehbolzen eben dabei, wo einfache Muttern da sind, aber die sind so zusammengefault. Deswegen, ja, Stehbolzen aus einem anderen Motor, 2 Stück und fertig. Ui, ja, genau. Und Stehbolzen, Auspuffanlage zeige ich euch nachher, wenn sie dran ist, ja, wieder zusammenbauen. Und wenn der Auspuff wieder drin ist, dann reiße ich einen Luftfilter und die Vergaseranlage runter. Dann kann ich die Wassergeschichte machen. Und dann kann ich ja schon wieder zusammenbauen. Hm, geil. Also allein schon, wenn man die Auspuffanlagen anguckt, hier so von unten. Die alte, die ist schon ja nicht mehr so schön. Die habe ich ja damals auch hier geschweißt, wie blöd. Und die andere, die sieht... Also noch wesentlich besser aus, ist wesentlich besser im Schuss, ist obenrum nicht verscherrt. Ja, genau. Und wahrscheinlich auch das Innenleben noch intakt, was ich bei der vermute, bei der alten hier, dass die innen auch schon ziemlich morsch ist. Jo. Einbauen. Einbauen, einbauen, einbauen. Genau, das machen wir jetzt. Sonst geht's doch schon noch gut, oder? Warum? Ich stehe frei hier drin, ich höre nichts mehr. Mal gucken, ob noch ein Sprit drin ist, genügend. Also,
definitiv leiser, die Auspuffanlage. Ja, und legaler. Also die andere war wirklich schon ein bisschen ausgebrannt. Ist zwar jetzt langweiliger, aber ja, man ist auf der sicheren Seite, wenn sie einen anhalten. Hilft ja nichts. Meine ist legal. Halt die Klappe! Meine ist legal! Halt die Klappe! Halt die Klappe! Und du mit 85 Dezibel! Leck mich! Ein Blödmann. Ja, meine ist legal. Ja, ja, du mich auch. Ja, Baby. So, Lalle, die Vergaserbatterie runter und hier sieht man jetzt auch ganz, 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 ganz gut, wieso, weshalb, warum. Hier kommt das Wasser raus und hier kommt das Wasser raus. Das heißt, Schlauchschelle auf, vielleicht die zwei Imbusschrauben raus und dann kann ich das Wasser rausziehen, sauber machen, nochmal neue Ohrringe drauf tun und dann kann ich schon wieder komplett zusammenbauen. Jeha. Ja. Ja, ja. Ja, ja, sagt er. Ich schraub und du lobst. Ja, ja. Genau. Ich glaube, das nächste Mal hänge ich die Cam in der Ecke. Da sieht man den dann immer bloß rumhängen. Mhm. Ja, klar. So, Wasserrohr gemacht. Neue Dichtungen drauf. Alles sauber gemacht halt. Ganz klar, Tank wieder drauf. Vergaser wieder drauf. Jetzt eigentlich bloß noch die Verkleidungsschicht hinbauen. Ein bisschen Farbgeschichte will ich noch machen, so wie hier. Hierum will ich noch ein bisschen lackieren. Da werde ich den Tankdeckel komplett rausnehmen, einmal ringsherum abkleben und dann einfach mit der Sprühdose einmal drüber. Fertig. Weil das Rot, das sticht ins Auge, das regt mir auf. Ja, und ansonsten. Oh. Ansonsten heute kein Bock mehr. Wie spät haben wir es? Kurz vor 10, gell? 10 vor 10. Ja, das muss reichen heute. Morgen geht's weiter. Dann baue ich sie wieder fertig zusammen, mache noch den Rest fertig mit der Farbe und fertig. Und dann könnte es sein, dass wir noch ein bisschen was schnell an einem Roller machen. Ihr seht es aber nachher. Gleich. Im Anschluss. Ja, wir müssen bis morgen warten. Geh du! Mhm. Genau. So Leute, neuer Tag, neues Glück. Mittlerweile auch schon wieder. Wie spät haben wir's? Sage doch dir, dass es 10 nach 12 ist. 10 nach 12 ist schon. Ja, um 10 Uhr aufgestanden. Hier natürlich jetzt schon ein bisschen was gemacht. Musste sehr viel frühstücken, weil er hat mich bedroht. Wenn ich nicht ordentlich frühstücke, lässt er mir die Luft aus der Kette raus. Und ja, dann habe ich halt doch gefrühstückt. Aber hier mittlerweile Verkleidung wieder dran. Vorne Verkleidung dran. Jetzt eigentlich bloß noch hier am Tank. Das Lackieren, ich habe eben den kompletten Tankdeckel rausgeschraubt, um hier jetzt eben die Kante nachzulackieren. Da haben sie, wo sie den Tank ursprünglich lackiert haben, das Ding einfach drin gelassen und deswegen ist es hier am Rand abgeblättert. Ja, ich klebe das jetzt einfach hier außenrum ab und sprühe einmal, tu ganz leicht anschleifen noch und tu einmal Hardcore mit blauer Farbe draufsprühen mit der Sprühdose und fertig, mehr wird da gar nicht mehr gemacht. Das muss auch ausreichen. Ja, und wenn das dann soweit trocken ist, geht ja recht schnell so eine Sprühdose, dann kann ich den Tankdeckel wieder neu schrauben und dann kann das Moped raus und dann kann der Roller rein. Genau, und das machen wir jetzt so. Ja Leute, vom Alex habe ich mich noch nötigen lassen, die Lenkergewichte blau zu lackieren. Ja, haben wir halt mal schnell gemacht. Ja, hier ein bisschen sieht man natürlich hier jetzt die Kante gut, ganz normal mit der Sprühdose, war mir klar, aber es ist komplett blau, ja genau. Ja gut, blau ist normaler Zustand und keine Farbe oder wie war das? Ansonsten ein bisschen noch ausgebessert, fertig und ja, Moped fertig und jetzt kann es raus. Und dann kannst du deinen Haufen hier reinstellen. Ja? Ja? Ja, weiter geht's, wir sind noch nicht ganz fertig. Tja, jetzt wird der Spieß umgedreht. Tja. Ich guck zu und du schraubst. Aber nicht lang, oder? Ja, ein bisschen Auspuffdichtung halt. Was ist denn da für länger rum? Doch, die ganz lange. Die direkt unten unter der. Kannst den das Kehlstück runternehmen? Verdammte Technik, gell? Ich
bin ein Dorfkind. Ich bin nicht so modern eingestellt. Mann. Ja, fang mal an zu schrauben. Auspuff raus. Schnüffelstück einsetzen und wieder zusammenbauen. Vorausgesetzt, die ganzen Schrauben gehen auf. Mhm. Mann und sein Auspuff kämpfen um das Gleichgewicht. Wer wird gewinnen? Der Mann. Ja, und da vorne muss jetzt eine neue Dichtung rein. Die alte war komplett zusammengebröselt. Nee, da war gar keine mehr drin. Sag ja, die hat es komplett zusammengebröselt, aber die haben wir ja gestern in Neu-Ulm auch schon mitgenommen. Nein, zusammenschrauben, fertig. Aufräumen hier. Aber nicht, wenn du jetzt schraubst, dass sie alle meinen, du bist der Waschel. Oh, nee. Ich schaue jetzt einfach mal, der Waschel sei Achselspray. Ja, ist schön großzügig drauf. Ja. Wenn es um Grill-Junkie sein ist, oder? Nee, nee, ist ja nicht mein. Ach so, du meinst mein WD-40. Ja. Das hättest du jetzt nicht verraten dürfen. Okay. Ah, das ist nicht um. Das ist nicht um Grill-Junkie sein. Nein, das ist vom Metzger Waschel. Genau, das haben wir uns bloß ausgeliehen. So, genug, genug gewaschelt in dem Video. Jetzt lassen wir den Auspuff fertig machen und dann kann ich endlich aufräumen hier. Wo ist die Hütte? So Leute, heute habe ich zusammengekehrt hier, Feierabend. Der Roller ist auch soweit fertig, ist leise. Hat natürlich noch Hilfe gebraucht. Ja, natürlich. Ja, sag mal Dankeschön. Bitte schön, dass du mir das helfen hast dürfen. Okay, jeder braucht mal Hilfe. Und es war halt ich, der wo Hilfe gebraucht hat. Ja, ja. Gut, auf alle Fälle haben wir es fertig gebracht. Der Roller ist auch wieder der Auspuff dicht. Alles schön leise, alles wieder legal. Scheißegal, wäre mir in dem Falle lieber, aber naja. Gut, dann heißt es, mich von dem wieder messen lassen nochmal. Und dann geht's nach Hause. Ja, letzte Rauchpause, bevor sich unsere Wege wieder trennen. Häuptling tropft in die Nase, verlässt Bruder lange Sach. Nein! Ach, auf alle Fälle ist dieses Mal der Akku von der Cam nicht leer. Also, Alex, ja? Wie beim letzten Mal, bis zum nächsten Mal. Genau, der hat die Aussage. Ja. Also. Ich werde es jetzt in einem Live-Stream, gell? Ja. Ende vom Video. Tschaikowski. Tschüss.